Herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Videobotschaft unter der Überschrift Vorübergehend. Vorübergehend haben auch alle Bibliotheken, nicht nur in Hannover, sondern in ganz Deutschland geschlossen. Das mögen die einen bedauern, die anderen wahrscheinlich eher weniger. Ich persönlich finde das sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite gibt es mir die Gelegenheit, endlich die Schätze, die schon lange in meinen Bücherregalen schlummern, zu heben. Ich kann Zeit, die Bücher zu lesen, die ich schon lange lesen wollte, die nur darauf warten, endlich aus meinem Regal gezogen zu werden. Ich möchte Ihnen Mut machen, ein Buch aus dem Regal zu ziehen, was viele von Ihnen haben und was immer wieder Furore gemacht hat, unter dem etwas despektierlich gemeinten Titel »Der am wenigsten gelesene Bestseller der Welt«. Sie ahnen, worum es geht, ich meine die Bibel. Die Bibel hat natürlich auch keine Patentrezepte für die schwierige Situation, in der wir uns im Augenblick befinden. Aber die Bibel hat Texte, die in einem anderen Zusammenhang immer wieder ganz neu, manchmal geradezu überraschend neu und aktuell wirken. Ich möchte Ihnen einen Text vorstellen, den Sie vermutlich alle zumindest zum Teil kennen. Es ist der berühmte Psalm 23. Mir geht es so, in einen neuen Rahmen gestellt ist dieser Text völlig neu. Und man hört ihn plötzlich mit ganz anderen Ohren. Nehmen Sie diesen Text vielleicht einmal mit in Ihren Alltag im Augenblick. Er geht folgendermaßen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund, alles Gute, bis bald.